wie ich zum Mountainbike gekommen bin, das war vor über 30 Jahren, nach einem Verkehrsunfall. Das war gerade in der ersten Phase, wo Mountainbikes nach Europa importiert wurden. An meinem Spitalsbett war ein Motorradl-Magazin mit der ersten Mountainbike-Werbung drinnen, die ich gesehen habe. Und ich war noch nicht mobil und zig Knochenbrüche gehabt, das ist ein schwerer Unfall. Und habe gewusst, das Motorradl wird verkauft und ein Mountainbike muss her. Und seitdem, ja, ist es neben dem Skifahren Lebenszentrum, würde ich sagen. Nicht beruflich, aber als Hobby. Das große Ziel privat war für mich immer, Mountainbiken in der Wachau legal zu etablieren. Es ist so einfach. Und ich habe das ganz lange mit sehr viel Enthusiasmus probiert umzusetzen. Habe dann durch Familie und Beruf und andere Verpflichtungen dann irgendwann einmal das komplett aus dem Fokus verloren, das Mountainbiken in der Wachau. Und dann ist das Stift Göttberg an uns herangetreten mit der Suche nach einer Lösung am Göttberger Berg. Nur Krems ist Universitätsstadt, Krems ist eine junge Stadt. Es gibt sehr viele Mountainbiker in Krems. Das Klima ist so, dass man rund ums Jahr fahren kann, was ja auch sehr wenig in Österreich so ist. Und der Nutzerdruck am Göttberger Berg selbst ist zu groß geworden, weil wir einige sehr prominente Wanderwege da am Göttberger Berg haben. Und da ist es halt zu Konflikten gekommen. Und das Stift Göttberg, also der Pater Marus, der Forstmeister und Kämmerer, hat uns kontaktiert, also uns Kerngruppe im Vorstand von Trailwerk Wachau, ob wir nicht eine Lösung gemeinsam finden könnten. Und dieser Lösungsversuch hat dann verhältnismäßig lange gedauert, fast 2 Jahre, um wirklich mit einem rechtlich sicheren Konstrukt da arbeiten zu können. Aber die Wahrscheinlichkeit, sowas realisieren zu dürfen, da ist die Stecknadel im Heuhaufen, findet man leichter. Wirklich. Also ein riesen Geschenk, aber auch ein Geschenk, das man hegen und pflegen muss und wo man wirklich eine große Verantwortung hat.